So, Leute, hua, es geht nochmal weiter, oh mein Gott. Ja, ich weiß, wir haben, das ist mittlerweile die, lauter machen, so, die siebte Folge, aber wisst ihr was, Leute? Es ist mir gerade egal, ich will weiterspielen und ich habe gerade entschlossen, es gibt heute eine Project Zero Special Nacht. Ah, ja, und jetzt wollte ich aber gerade was kurz nachgucken, nämlich 13 Geistersteine noch, okay. Die muss ich mir aufsparen. Bei random Gegnern, no. Ich werde sie nicht benutzen und da liegt doch schon was. Ist es das, was Elemental Force gemeint hat? Na? Na? Boah, mein Gott! Ein Steinspiegel! Wow! Oh Gott, endlich! Und hier liegt noch was. Pff, what the fuck? What the f... Was ist das denn? Gesegneter Filmstärkste. Holy moly! Okay! Gut, wir haben einen über-ultra krassen, perversen, krassen, starken, super Genialitätsfilm gefunden. Habe ich jetzt ein bisschen übertrieben? Egal! Und einen Steinspiegel. Haben wir auch noch gefunden. Oh, Elemental Force. Ey, was würde ich ohne dich machen? Ohne Witz, oh Gott. Thank you, danke. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, hier nochmal hinzugehen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Wunderschön. Okay. Und speichern. Bam, 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 bam. Da lag noch was. Cool, das habe ich gar nicht gesehen. Ach klar, die Niederschrift, die habe ich gerade vergessen. Hoppala. Ich bin nun überzeugt, dass die Entscheidung des Meisters falsch war. Kiri hat erkannt, dass wir den Gast versteckt haben. Sie ist deprimiert und nervös und der Tag des Rituals naht. Ich kann nur hoffen und beten, dass alles gut geht. Tja, wenn ihr eure Krankenspielchen einfach mal komplett einstellen würdet. Na egal. Oh mein Gott. Speichern. Bitte, passiert nichts auf dem Speicherpunkt. Okay, oh mein Gott. Boah, ich war so kurz vorm Nervenzusammenbruch. Also, nein, Quatsch, Nervenzusammenbruch. Das ist ein bisschen falsch, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Moment. So, okay, weiter. Was soll das? Ich werde nie angerufen. Oder eher gesagt, die klingelt die Haustür, während ich Let's Plays mache. Und heute gleich zweimal. Wow. Naja, gut, okay. Wie auch immer. Ja gut, ich hoffe jetzt, dass uns nichts angreift, wollte ich gerade sagen, auf den Weg zurück. Denn ich möchte wieder zum Mondschrein. Oder an was auch immer passiert. Weil wir haben. Ah, Moment! Ich bin jetzt wieder hier am Fischtank. Ich wollte was nachgucken. So, wollen wir doch mal schauen, ob da oben was ist. Warte. Wo ist das Blut? Da, irgendwo. Nö, sieht nicht so aus, als wäre da was. Okay. Gut, dann habe ich da jetzt endlich auch mal Gewissheit. La la la. Ich hasse diesen Raum trotzdem noch, weil er gruselig ist. Okay. Yes! Banana! Banana, yeah! Halabah! Okay. Gut, wow, wir sind fast da. Und dann gehe ich speichern. Und dann gehe ich speichern. Ey. Oder gehe ich jetzt speichern? Was meint ihr? Was meint... Wow, Hilfe. Okay. Keine Geister auf dem Weg zum Mondschein. Was los, Leute? Weil habe ich eure Oberbosse gekillt? Jetzt habt ihr Schiss vor mir. Das kann ich verstehen, denn... Auch ohne Heilung bin ich jetzt... gefährlicher denn je! Denn je! Denn je! Ja, und vor allem crazy. Ich drehe durch hier. Wow! Oh Gott, das Spiel hat mich echt fast... umgebracht, im Verstand. Fragt ihr euch, was macht ihr, was macht ihr, was macht ihr? Ich gehe nochmal speichern. Ja, ich weiß, es ist jetzt übermäßig oft gewesen, aber ich weiß ja nicht, was im Mondschein auf mich wartet. Und dann müsste ich den ganzen Weg vom Garten nochmal hinlaufen. Und nein, gehe ich lieber direkt hier hin. Und außerdem, heute 9 oder was weiß ich weiß ja nicht, wie viele Folgen das jetzt noch werden. Denn ich habe mir überlegt, wenn ich es schaffe, ich weiß nicht, ob ich hiernach nochmal zum Aufnehmen komme, aber hey, sieht geil aus momentan. Dann nehme ich auf. Wie lange? Bis ich die dritte Nacht beendet habe. Falls die nicht noch endlos lang ist. Ich weiß ja nicht, wie lange die noch ist. Ich weiß ja gar nicht, wie lange dieses Spiel noch überhaupt ist. Ich meine, langsam kommt Finalstimmung auf. Ich merke es langsam. Es kribbelt in meinen Fingern. Diese Finger kribbeln, das sagt mir. Zoe. Du bist so nah dran wie noch nie. So nah dran wie noch nie. Komm schon, geh runter. In die Dunkelheit! In die Traurigkeit!
Für die Ewigkeit! Willkommen in der Wirklichkeit! Mach das Türchen auf! Way! So, was passiert jetzt? Bums! Da fällt sie zu. Okay, was geschieht jetzt? Moment. Einmal anklicken bitte. So, Taste gedrückt werden. Ach, jetzt kann ich sie drücken, oder wie? Ja. Als ich das gedrückt habe, löst es sich ein voriges... Ah. Heißt das war richtig? Okay. Muss ich jetzt hier jedes Mal so eine Taste drücken? Gut, aber warte, das hat doch bestimmt irgendeinen Mechanismus, irgendeine Reihenfolge, wie ich das machen muss oder so. So, warte, wo ist es denn? Foto des Charakters. Ja. Aha. Aha. Nö, das sagt mir irgendwie nicht viel, ehrlich gesagt. Welchen habe ich denn jetzt gedrückt? Den. Und dann, wenn ich das von nach rechts oder nach links weiterführe. Guck ich doch mal. Das war dieses Zeichen hier. Nichts geschieht. Okay, dann. Aha, okay, das war richtig. Okay, ist jetzt das vorne wieder abgelegt oder ist das immer noch aktiviert? Bitte sei noch aktiviert, weil das muss ich herumprobieren und Ray. Ah, ich kann nichts anklicken, also ist es noch aktiviert. Okay, yee! So. Gut, dann rate ich einfach mal. Boom! Schade. Dann das. Okay. Dann das letzte Zeichen hinten noch und... Wow, irgendwas Mysteriöses geschieht. Ich weiß nicht was, aber wir werden es sehen. Usch. Bams. Okay. Und nun? Wow, nun vibriert der Controller. Man weiß... Oh Gott, okay, ich dachte schon. Man weiß nie, ob die Vibrationen hier vom Controller nun bedeuten, dass ein Geist in der Nähe ist, oder... Ob nun sich einfach irgendwas bewegt. So, hier kann ich doch was fotografieren. Da unten. Okay. Wah! Eine rote Flüssigkeit schrubbt aus den Rundenöffnungen. Sag doch gleich Blut. Sag doch gleich Blut. Ja, und jetzt? Ach so, das ist jetzt echt... Oh nein, komm schon. Es ist nicht das, was ihr denken, was ich denke, oder? Oh komm, folgen wir der roten Flüssigkeit. Natürlich folgen wir ihr. Okay. So, wo... Miku... Ach. Jetzt hat's aufgehört. Okay. Rote Flüssigkeit. Die führt doch... Ah, ich glaube, ich hab sie gesehen. Da oben geht's weiter, oder? Yep. Okay. Rote Flecken verlaufen den holzvertafelten Flur entlang. Wie Blut. Es wird wahrscheinlich Blut sein, Miku-Schätzchen. Aber solange kein Geist kommt oder so, ist mir das... Egal, wollte ich gerade sagen. Ach, du bist es wieder. Hey. Na, Kumpel. Alles klar? Na, 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 Fräulein. Komm schon, Baby. Mein Gott, ich fühle mich gerade echt gut. Ich fühle mich auf einmal wieder so gut drauf. Guck mal hier, wie ich den fertig mache. Was? Oh nein! Scheiße! Warum habe ich das gesagt? Hallo? Was ist denn jetzt kaputt? Okay, zurück. Ach mein Gott, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen, oder? Bumm. Aber gut, dass der schwache Film, den kann ich ruhig verballern. Kaputt? Bam, bam, bam! Wo auch immer du bist, mein kleiner Freund! Hallo! Ja, so mögen wir das. Ach mein Gott, Leute, mir geht's trotzdem gut. Ich habe den Steinspiegel zwar jetzt schon wieder direkt verloren, wie ich es irgendwie immer tue. Warum verliere ich dann noch meine Steinspiegel, die ich gerade neu wiederfinde? Hey, was ist da kaputt? Irgendjemand möchte nicht, dass ich Steinspiegel besitze. Das Blut hört hier wieder auf. Ich gehe aber wieder speichern. Oh mein Gott, ich bin ja so altmodisch. Ich bin viel zu sicher. Ah, da geht die Spur weiter. Okay. Warum bin ich so ein Speichersuchti geworden? Leute, ich weiß es nicht, aber... Oh doch, ich weiß es. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt mehrfach immer beinahe verreckt wäre. Ja, das könnte es sein. Aber hey, komm. Es stört ja niemanden wirklich. Oder? Daten überschreiben.
Sehr schön. Bam, ba, bam, 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 bam. Wo auch immer mich das Blut hinführt. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Hörst du? Blut. Follow the bloody trail. The bloody trail of destiny. Und hier hört er wieder auf. Hm. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt hier bin, das heißt, ich gehe direkt mal wieder ins Lager. Ja. Denn, da kam zwar jetzt der Geist neulich. Wo war denn das Lager? Scheiße, Moment. Da war zwar der Geist, wie gesagt, aber der kam erst, als ich die Treppe hochgegangen bin.